Moin Moin und willkommen zurück zu Aplax Tale. Mit Hugo und seiner Schwester Amicia sind wir jetzt auf dieser Insel gelandet und Anno, den Verräter, wurde weggesperrt und wir sind eigentlich hier und genießen das tolles Wetter und Fest der hellen Tage und sind eingeladen worden von der Gräfin Insel und dem Graf. Finden wir erst den Ausgang. Gucken wir uns mal irgendwas an hier. Oh, sieht schon gar nicht so schlecht aus hier. Aber finden wir noch irgendwo raus. Können wir ins Wasser rennen? Wahrscheinlich nicht, ne? Gut, den Ausgang finden, ja. Na, da hinten aus. Das sieht schon sehr, sehr prächtig aus alles hier, muss man sagen. Oh, sieh dir aber das an. Die ist so groß. Ich zähle auf dich, verstanden? Halt die Augen offen. Ja, mit der Sperrangel. Weit offen. Sperrangelweit. Sperrangelweit offen. Oh, das ist merkwürdig. Ja, ein wenig schon. Ja, wie ihr wisst, habe ich schon gesagt, dass ich glaube, das Ganze ist trügerisch hier. Das ist wirklich beeindruckend. Wer weiß, vielleicht passiert da noch was. Ich würde mich verlaufen. Könnte mich dran gewöhnen. Wärst du dann eine Gräfin? Oh nein, zu viel Verantwortung. Und dann müsst ihr die ganzen Treppen wieder hoch, das wisst ihr, kleinen Süßen, ne? Hast du? Ich glaube irgendwie, dass sie hier Kinder opfern. Ich weiß nicht warum, hab das Gefühl. Guten Tag auch. Kind, Blutasche und so. Danke. Wird ein heißer Tag heute. Das ist wohl wahr. Kaum vorzustellen, wie sich das mit Helm anfühlt. Geht es da raus? Denke schon. Fragen wir die Wache. Stimmt. Wohl wahr. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja. Hallo, dürfen wir rausgehen? Sicher. Genießt die hellen Tage. Okay. Das war leichter als gedacht. Gut geschlafen? Hallo, oh. Sophia. Schön, dich zu sehen. Woher wusstest du, wo ich euch finde? Das ist mein Leben, Schätzchen. Früh aufstehen, beobachten, lauschen und das Beste draus machen. Dass Anno hinter Gittern sitzt, weiß ich auch. Ja, dieser Mistkerl. Er verdient es. Er verriet uns und hat Hugo benutzt. Welchen Nutzen könnte so ein winziger Kerl denn in sich tragen? Oder bist du nützlicher, als du aussiehst, kleiner Mann? Ich meine es ernst, Sophia. Anno mag dein Freund sein, aber er hätte uns fast getötet. Also habt ihr gestern Abend seine Gefangennahme mit dem Grafen und seiner Frau gefeiert? Nein, die sind unwichtig für mich. Ich knie vor niemandem, Sophia. Keinem Grafen, keinem König, vor keinem. Nur Hugo ist mir wichtig. Alles klar. Ich habe einen Nerv getroffen. Ich habe dich nur geärgert. Ich weiß nun mal gern, wer meine Freunde wirklich sind. Was ich hier höre, gefällt mir. Kommt. Drehen wir eine Runde. Ja. Okay. Mal gucken. Hier, kannst du auch laufen? Ich habe mich heute Morgen etwas umgesehen. Wisst ihr schon, wohin ihr geht? Noch nicht. Nein. Lasst euch Zeit. Das Wetter ist schön. Die Leute feiern. Selbst die Wachen sind freundlich. Nur deshalb sind wir noch nicht im Gefängnis. Sollten wir nicht unsere Sachen ausliefern? Wir haben noch Zeit. Krass, wie schnell wir sind. Mal ist erst abends. Wir haben bestimmt noch nicht alles. Was? Oh, ein Vogel! Ja, stimmt. Ja, sieht aus wie aus deinem Traum, so ein bisschen wie so ein Phönix. Ist das der aus deinem Traum? Fast. Irgendwie komisch. Er scheint auf etwas zu blicken. Oh, eine Schatzsuche. Jetzt schon? Also, mal sehen, was er sieht. Ein Traum und ein Vogel, was? Hugo hat oft von diesem Ort geträumt. Schon bevor wir überhaupt herkamen. Und jedes Mal kam ein Vogel vor. Na gut, warum nicht? Okay, lass mal den Vogel folgen. Er guckt nach da. Muss ja irgendwo hingehen. Da ist noch ein Vogel. Da! Er hat einen anderen Vogel angeschaut. Ja, stimmt. Und wo sieht der hin? Finden wir es heraus. Er guckt nach da. Hier ist alles so anders als in Gayenne. Selbst die Gerüche. Ja, es riecht heiß. Ist es in Guyan nie heiß? Nicht so wie hier. Glaub ich dir. Frohe helle Tage für euch. Frohe helle Tage. Ebenfalls. Ja, der Vogel und da? Schon den Himmel gesehen? Ja,
Könnte mir keine helleren Tage wünschen. Ich hoffe nur, es wird nicht noch heißer. Nein, das Wetter wird besser. Hey, da oben, Essen ist fertig. Danke. Nur noch ein paar Ziegel. Ich glaube, der Vogel hängt. Wir müssen da hinten längs, glaube ich. Und da noch schräg, wo hier der genau hängt. Wenn ich hier nicht geguckt habe, klar. Dann kann ich vielleicht da rüber kommen. Ich glaube, wir müssen über die Brücke. Aber ich sehe hinten noch irgendwas. Der ist ja schön. Muss extrem alt sein. Wie alt? Ein Olivenbaum? Wohl tausende von Jahren. Wirklich? Aber er ist so krumm. Ist er krank? Im Gegenteil. Er ist stark. Hat sich angepasst. Stimmt. Er wurde vom Lauf der Zeit geformt. Er hat so viel miterlebt. Er hat sogar Narben. Er ist so schön. Dann sag's ihm. Er hört dich. Du bist so schön. Er findet dich bestimmt auch schön. Gehen wir? Ja. Ja. Ach, guck mal, da haben wir was gefunden. So, dann müssen wir über die Brücke. Weil der Vogel jetzt da irgendwie hinschaut. Da hinten hoch. Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Ja, dann warte. Guten Tag. Hallo. Hallo. Bist du fertig? So gut wie. Ich verpasse sonst die Zeremonie. Auf den Sohn der Glutasche. Wir sind da irgendwie hoch. Das ist ja alles ganz schön, aber eigentlich heillose Ketzerei, oder? Ja, man muss Graf sein, um sich dieses Risiko erlauben zu können. Die Insel ist so abgelegen. Das hilft vermutlich. Und Gold kann jedes... Noch einer! Mensch, ziemlich große Vogelsippe. Suchen wir den nächsten! Stellt euch vor, wir finden ein Nest. Nein, das muss etwas zu bedeuten haben. Sicher. Glaube ich auch. Die Vogeljagd geht weiter. Wir gehen trotzdem mal ganz kurz hier hoch. Windmühlen! Können wir reinschauen? Klar, warum nicht? Sag mal, warum faszinieren dich Windmühlen so? Sie sehen aus wie Riesen. Oh, was macht diese Kurbel? Mag eine Bremse sein, um die Mühle anzuhalten. Warum haben wir die jetzt angehalten? Ich weiß es nicht. Bestimmt irgendwas, was man machen kann. Okay, wir folgen jetzt diesem blöden Vogel weiter. So, der Vogel kommt dahin. Wir gucken, laufen wir auch irgendwo dahin. Guck mal so rüber. Da sehe ich doch noch einen Vogel da, glaube ich. Auf so einem Podest. Dann kommen wir da hoch. Das ist zu hoch. Das ist zu hoch, okay. Da, guck mal, seht ihr, da ist noch ein Vogel. Peter. Nein, Quatsch, hallo. Das ist kein Vogel. Wir sehen uns nur die Statue an. Tja, lasst euch nicht stören. Wo ist der nächste Vogel? Bestimmt hinter dem kleinen Hügel versteckt. Vorwärts! Na, den haben wir ja schon gesehen, weil wir den gerade eben so übersehen. Steine statt Gold. Der Vogel müssen wir hier wieder hoch. Da muss auch ein Vogel sein. Oben drauf. Was geht hier vor sich? Bist du müde, Hugo? Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Guck mal, noch ein Vogel. Er schaut auf die Säulen. Das ist spannend. Sehen wir nach. Hm. Oh, da müssen wir uns mal durchkriechen. Okay.
muss es sein. Was siehst du? Ich sehe Säulen. Wie schön. Wie schön. Ist das ein antikes Theater? Ja. Sieht wichtig aus. Und geht runter. Alter, Hugo, der springt auch gleich hinterher, ne? Mal sehen. Okay, jetzt müssen wir wegbrennen. Da ist irgendwas auf dem Boden. Da, der Vogel! Und der Sohn der Glutasche. Unter diesen Gräsern ist vielleicht mehr. Reißen wir sie raus? Dauert zu lang. Ich könnte sie alle auf einmal entfernen. Machen wir doch mal. Die Insel. Das ist eine Karte von der Insel. Sie ist uralt. Ich denke, hunderte von Jahren. Bestimmt byzantinisch. Es gibt hier wirklich viel in dieser Art. Sieh doch, Amicia, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Zeichnung aus dem Orden. Ja, ich erkenne es. Welcher Orden? Ein sehr, sehr alter Alchemistenorden. Du hast uns auf dem Boot gehört, Sophia. Hugo ist krank. Es ist nicht ansteckend. Doch der Orden wollte ihn wegsperren, um über ihn zu verfügen. Aber ich... Du kniest vor keinem. Verstehe. Also, wonach sucht ihr hier genau? Nach was auch immer ihm hilft. Es ist einfach. Dieses Symbol zeigt wichtige Bereiche an. Dieses da. Also, das kann man nicht übersehen. Die Zähne. Sie nennen sie Las Madres, die Mütter. Oh. Ich weiß, öde. Es ergibt Sinn. Gehen wir diese Mütter besuchen. Die Zähne. Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet. Ich stehe in eurer Schuld. Dann mal los. Ja, jetzt wird geklettert. Der Ausblick von hier oben ist sicher beeindruckend. Mal irgendwo eine Kiste noch, ne? Ich kann es kaum erwarten. Warte. Wir müssen erst vorbereiten hier. Zack, alles wieder voll. Komm mal raus hier. Kletter hoch. Alles klar. Seht, da ist ein Haus in den Zehen. Ja. Eine Art Tempel? Ein Heiligtum, habe ich zumindest gehört. Jetzt will ich unbedingt mehr darüber wissen. Klar, das wird unser erster Halt. Es wird die so Brücke. Schön. Na, irgendwas kommt doch dazwischen. Wir haben also einen magischen Vogel, einen uralten Alchemistenorden, die Vision des Kleinen. Tja, was kommt als nächstes? Hugos Krankheit ist ungewöhnlich. Unsere Mutter ist Alchemistin, aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist fast wie ein Fluch. Wer verfügt denn so ein süßes Baby? Ich bin kein Baby. Es ist die Blutlinie. Diese Sache existiert bereits seit Anbeginn der Zeit. Es ist ungerecht, aber leider war Sophia. In Gayenne jagte uns die Inquisition deswegen. Wir entkamen nur knapp. Es war schrecklich. Sie haben alle getötet. Wow. Na gut. Wir werden finden, wonach ihr sucht. Ehrenwort. Danke. Na, kommen wir da nicht durch? Das ist er. Der Weg zum Heiligtum. Also sind wir hier fertig? Ja.
gehen wir. Okay. Dann hätten wir noch was machen können. Wer zuerst oben ist? Hey, ganz ruhig, ich will dich nicht tragen müssen. Angsthase. Hatten wir schon im nächsten Kapitel? Wahrscheinlich. Nee. Nur Ladescreen. Wollen wir mal La Madre suchen? Beziehungsweise die Zähne. Bist du erschöpft? Wir laufen schon eine ganze Weile. Es ist nicht so hoch, wie es aussah. Ich will dich nicht enttäuschen, aber wir sind noch nicht da. Hier scheint jemand müder zu sein als du. Ich brauche das Meer. Die Berge konnte ich noch nie leiden. Ich mag Berge. Sie sind mächtig und groß. Steht man auf dem Gipfel, ist man auch so groß. Es ist das erste Mal, dass er einen besteigt. Wenn das so ist, dann lasst uns zusammen mächtig und groß sein. Es wird langsam heiß. Seht nur, wir sind fast am Heiligtum. Weißt du denn, was fast bedeutet? Ach komm, ohne Schweiß kein Preis. Sieh nur, wie groß es ist. Was erwartet ihr denn dort zu finden? Ich will den echten Vogel sehen. Oder den Baum. Den Teich. Ein Elixier wäre mir lieber. Etwas, das dir wirklich hilft, Hugo. Vielleicht hat der Vogel es ja. Oh, da ist Wasser. Wie kann er in dieser Hitze rennen? So sind Kinder. Er kann auch im Nu einschlafen. Nur alle was trinken hier. Da. Sieht frisch aus. Ist es auch. Genau, was ich brauche. Hey, Hugo, du hast etwas Dreck im Gesicht. Ich mach ihn weg. Ah! Wasserattacke! Hey! Gegenangriff. Na, gib mir Spaß. Ist gut, ich gebe auf. Für die Dämonen. Du hast mich zu Tode durchnässt. Gewonnen! Und dann weiter. Als Seefahrerin von Wasser besiegt? Er hat mich im Auge getroffen, klar? Das war Absicht. Ganz mein Bruder. Was für eine Familie. Gut gemacht, Hugo. Ich werde mich rächen. Naja, geht's immer weiter nach oben. Hoffen wir, dass wir bald da sind. Das ist schon ein ganz schön langer Weg. Aber da oben sich das Heiligtum erst Stein gemeißelt. Heiligtum ist riesig. Ja, stimmt. Der Bau war kein Zuckerschlecken. Oh, Ziegen. Das sind so viele Amicia. Hab keine Angst. Die fressen lieber ihre Olivenblätter als kleine Kinder. Ja, aber sie schreien. Ich bin hier. Sieh mal einer an. Unser wilder Krieger hat also Angst vor Ziegen. Das sind so viele. Wollt ihr zum Heiligtum des Sohnes? Ja. Dann kommt ihr leider zu spät. Die haben schon das Tor geschlossen für die Zeremonie. Zeremonie? Ah, der Kleine hier wollte unbedingt dabei sein. Naja, auf dem Ziegenpfad da an der Seite kommt ihr näher hin. Aber geht nicht zu nah ran. Der Graf und die Gräfin sind da oben und die Wachen sind nach all dem Ärger gestern nervös. Die mögen keine ungeladenen Gäste. Behalten wir im Hinterkopf. Danke. Lass mal den Ziegenweg gehen. Komm los. Übrigens, wenn ihr Tramontane seht, dann schickt sie bitte hierher zurück. Sie ist eine meiner Ziegen. Werden wir. Okay. Dann viel Glück. Wehe, die greift uns an. Ach komm, das ist eine Ziege, kein Wolf. Aber sie schreien. Oh, das stimmt. Das Heiligtum wurde also abgeriegelt. So ein Pech. Andererseits riegelt man einen Ort nicht ab, wenn sich darin nichts Wichtiges befindet. Ja, das macht mich noch neugieriger. Hört mal, ist das die Ziege, die er meinte? Tramontan. Da ist sie. Wir sollten dich zu deinem Besitzer bringen. Ziegen. Als Kind starrte ich ihnen stundenlang in die Augen. Ein Rätsel, was in ihren Köpfen vorgeht. Vielleicht bist du nicht bereit für ihre Weisheit. Oh Mann. Ah, okay. Was passiert? Abgeschlossen. Sollen wir ihr helfen? Dafür sind Helden da. Alles klar. Vielleicht kommen wir woanders rein. Meine Idee. Ja, weiter.
Gute Tante, ich lach da mal Feuer rauf. Oha, das wird langsam eine echte Rettungsmission. Nur guck, ob das da nicht. Sie ist nett. Dass es da frei, einen Weg frei macht. Kann mir gut vorstellen. Wenn nicht, sperren wir sie wieder ein, oder? Keine Angst. Du hast zwei starke Leibwächterinnen. Oder auch nicht. Wahrscheinlich muss er da alleine die Tür aufmachen. Der kleine Junge. Rennt ganz gut. Kann man langsam aufrennen. Da ist ein Loch in der Wand. Da musst du wohl durch. Hey, nur du kommst da durch. Alles klar. Mein Held. Jetzt tritt die Ziege durch. Ist so lustig. Nicht immer, aber... Schnell, ja. Gut gemacht. Ja, komm mal, er hat gleich belohnt hier. Da ist unsere Ausreise. Du hast sie gerettet, Hugo. Willst du ihr Hallo sagen? Mhm. Hallo, kleine Ziege. Ich begleite dich. Das Schwerste hast du geschafft. Erschreck sie nicht, dann passiert nichts. Was, wenn sie schreit? Schreien ist nicht beißen. Denk einfach dran, dass sie Laute von sich gibt. Ich versuch's. Siehst du? So einfach. Nicht alle schreien. Ja. Mhm. Sie ist lieb. Na, ist doch schön. Na gut. Ziege gerettet, Angst überwunden. Jetzt will ich dieses Heiligtum sehen. Gehen wir? Ja. Los. Dein Papa wartet auf dich. Sie bewegt sich nicht. Geduld. Sie entscheidet selbst. In deinem Traum kam keine Ziege vor, oder? Nein, aber ab jetzt vielleicht schon. Wer träumt nicht gern von Ziegen? Ach so, wir können Ziegenfahrt nehmen. Das andere ist mir egal. Danke für die Opfergaben. Bitte verzeiht die Eile, aber die Zeremonie wird bald beginnen. Soldat. Oh, schon gut. Sorg dafür, dass es keinen Ärger gibt. Komm, hoch mit dir. Ja, gestern hatten wir genug Gewalt. Der Sohn heißt das bestimmt nicht. Kletter hoch. Wir sind besonders vorsichtig. Keine Sorge. Gut. Na, vielen Dank, Anu. Das war zu erwarten. Springt auch gleich hinterher, ne? Das ist der Hammer. Das warten wir mal nicht. Sie bleiben erst. Vorsicht. Wir bringen sie nach der Zeremonie hoch. Okay, wir sind da. Wie kommen wir durchs Tor? Oh, ich darf sie nicht angreifen. Die verhaften uns. Oder schlimmer. Ich habe einen Trick. Dieses Prisma bündelt das Sonnenlicht. Es kann hohes Gras anbrennen. Der Rauch lenkt die Wachen ab. Wow. Dann los. Sag mir, wo die Wache hingehen soll. Nur hohes Gras. Der Sohn weiß es. Ah, Sophia kann Gegner ins hohe Gras locken. Halt der Weg gedrückt. Und zieht euch dann aufs hohe Gras und drückt euch für den Ablenkungsmanöver. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.